Wer einmal eine Kreuzfahrt zu den Galapagos-Inseln macht, hat vielleicht das Glück, einen ganz besonderen Fisch zu sehen. Den Rotlippen-Fledermausfisch. Dieser Fisch sieht aus wie eine Fledermaus mit zu viel Make-up und lebt in Tiefen von 5 bis über 100 Metern. Er wird maximal 25 cm lang und bewegt sich normalerweise mit seinen kleinen Flossenbeinen und ziemlich großen Füßen auf dem Meeresboden, was ihn zu einem ungewöhnlichen Anblick macht. Gelegentlich kommen sie auf der Suche nach interessanten Objekten an die Oberfläche und sind häufig an den Rändern von Riffen anzutreffen. Rotlippen-Fledermausfische fühlen sich in kühleren Gewässern am wohlsten, während sie warme Gewässer eher meiden. Das hier ist ein Anglerfisch. Er lockt seine Beute mit einer fleischigen Wucherung an. Siehst du hier das knochige Gestell, das aus seiner Schnauze ragt? Diese Fische haben normalerweise einen großen Kopf und ein breites Maul, aber ihr Schwanz und ihr Körper sind relativ klein. Der Rotlippen-Fledermausfisch hat einen fleischigen Auswuchs am Kopf, mit dem er kleine Tiere wie Weichtiere, Garnelen und manchmal auch kleine Fische fängt. Schau dir dieses bizarre Wesen an, das in der Tiefsee lauert. Es heißt Dreibeinfisch und kommt im Indischen Ozean, im Pazifik und im Atlantik vor. Seine knochigen Flossen können bis zu 3 Meter lang werden und Wissenschaftler vermuten, dass er beim Stehen Flüssigkeit in die Flossen pumpt, damit sie steif bleiben. Beim Schwimmen schweben die langen Flossen sanft unter dem Körper, was manchmal etwas unbeholfen wirken kann. Das Laufen des Dreibeiners sieht zwar etwas komisch aus, ist aber trotzdem cool anzusehen. Dreibeinfische haben sich so entwickelt, dass sie auf ihren relativ langen Flossen quasi stehen, um größer zu erscheinen. Dadurch befinden sie sich in einer idealen Position, um kleine Fische, Garnelen und andere schmackhafte Lebewesen zu fangen, die ihnen von der Meeresströmung direkt ins Maul getrieben werden. Das ist ein sehr effektiver Mechanismus, denn auf dem Meeresboden wäre das wegen der fehlenden Strömung viel schwieriger. Obwohl dieser Fisch fast blind ist, da er hauptsächlich im Dunkeln lebt, spüren seine langen Flossen die Vibrationen im schlammigen Sediment, die von kleinen Lebewesen in seiner Nähe verursacht werden. Die Brustflossen direkt hinter dem Kopf dienen als Antennen und liefern zusätzliche Informationen über die bevorstehende Mahlzeit. Zugegeben, der Lump ist ein sehr mürrisches Tier, das man nicht oft zu Gesicht bekommt. Obwohl er wegen seiner langen Flossen und seines langen Körpers oft mit dem Aal verwechselt wird, gehört der Lump zur Familie der Quappen. Sie besteht aus verschiedenen Mitgliedern, von denen jedes seine eigenen Besonderheiten hat. So gibt es zum Beispiel den gesichtslosen Lump, bei dem die meisten Arten kein Gesicht haben. Manche haben funktionierende Augen, andere nicht. Einige geben seltsame Laute von sich, wenn sie auf Partnersuche sind, und viele leben in der Tiefsee. Im Gegensatz zu vielen Fischen, bei denen die Bauchflossen unter dem Körper liegen, haben sich die Beckenflossen der Lumpe im Laufe der Evolution nach vorne verlagert. Dies führt zu langen, schlanken Barben unterhalb des Kopfes, die man bei anderen Fischen nicht findet. Und echte Aale haben gar keine Beckenflossen. Überall auf der Welt sieht man fliegende Fische aus dem warmen Wasser der Ozeane springen. Mit ihrem schlanken Körper können sie im Wasser Geschwindigkeiten von bis zu 60 km pro Stunde erreichen. Sobald sie ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht haben, richten sie sich auf und springen aus dem Wasser. Unter Wasser nutzen sie ihren Schwanz zur schnellen Fortbewegung, während sie sich mit ihren großen flügelartigen Brustflossen vorwärts bewegen. Das hilft ihnen, Räubern wie Thunfischen, Makrelen, Schwertfischen, Speerfischen und anderen größeren Fischen zu entkommen, die in den Tiefen des Ozeans lauern und auf fliegende Fische warten. Obwohl fliegende Fische eine effektive Strategie entwickelt haben, um Raubfischen zu entkommen, sind sie nicht völlig vor Gefahren geschützt. Manchmal werden sie zur Zielscheibe von Vögeln, die sie aus der Luft angreifen. Auch Fischer nutzen die Anziehungskraft des Lichts, um fliegende Fische zu fangen. Fast scheint es, als seien die fliegenden Fische nirgendwo vor Feinden sicher. Auch wenn sie auf den ersten Blick wie kleine Plastiktüten aussehen, sind es doch recht bizarre Meeresbewohner, die bis zu 15 cm groß werden können. Ein anderer Blickwinkel zeigt, wie sie zu ihrem Namen gekommen sind. Den verdanken sie ihrem rosafarbenen Körper und wohl auch ihrer Vorliebe für den schlammigen Meeresboden. Ansonsten haben sie nichts mit Schweinen gemein. Die kleinen Kerlchen gehören zur Familie der Seegurken. Mit ihren röhrenförmigen Beinen auf dem Rücken, am Bauch und um das Maul herum sind sie aber erstaunlich niedlich anzusehen. Die Tiere, um die es hier geht, verbringen die meiste Zeit damit, den schlammigen Meeresboden nach abgestorbenen Algenresten oder anderen Nahrungsquellen abzusuchen, die von der Oberfläche herabfallen. Sie können aber auch größere Beute machen, zum Beispiel einen ganzen Wal.
Seeschweine spielen eine wichtige Rolle als Tiefsee-Babysitter für junge Steinkrebse. Hier, versuch das mal auszusprechen. Forscher haben beobachtet, dass sich die jungen Krebse unter den Seeschweinen verstecken und auf ihnen herumklettern, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Für die Seeschweine ist es eine Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben und etwas Kohle zu verdienen. Auf den ersten Blick wirkt der Meeresengel wie eine herzerwärmende Figur aus einem Zeichentrickfilm. Doch er ist ein echtes Lebewesen, eine kleine schwimmende Seeschnecke. Mit ihrem durchsichtigen Körper und dem eleganten Flügelschlag wirkt sie fast märchenhaft. Wer hätte gedacht, dass eine Schnecke so schön sein kann? Wenn sie die Wahl hätten, würden sie lieber im kalten Wasser leben. Schnecken und Nacktschnecken gehören zur Gruppe der Gasteropoda und haben normalerweise muskulöse Beine. Bei den Meeresschnecken haben sich diese jedoch zu flügelartigen Fortsätzen entwickelt, mit denen sie im freien Wasser schwimmen können. Man sollte sich jedoch nicht von ihrem niedlichen, engelsgleichen Aussehen täuschen lassen, denn sie sind ziemlich schlau und benutzen ihre Tentakel und Raspelzunge, um andere schwimmende Schnecken aus ihrem Gehäuse zu ziehen. Als ich die Riesensiphonophore zum ersten Mal gesehen habe, fand ich sie nicht beängstigend, denn sie sah aus wie eine Art Tausendfüßer. Und wie groß können die schon sein? Sie können bis zu 40 Meter lang werden. Okay, auch auf den zweiten Blick sehen sie nicht angsteinflößend aus, aber ich möchte ihnen trotzdem nicht begegnen. Sie sieht eher aus wie ein langer Strang, der durch die Tiefen des Ozeans schwimmt. Obwohl sie auf den ersten Blick wie eine dumme Leine aussieht, die gar nichts tut, ist es in Wirklichkeit eine Ansammlung von ziemlich funktionellen Teilen, von denen jedes auf etwas anderes spezialisiert ist. Einige Teile sind für den Beutefang zuständig, andere für die Verdauung, wieder andere für die Fortpflanzung und wieder andere für die Bewegung des ganzen Körpers beim Schwimmen. Dieses Tier erzeugt sein eigenes Licht, ist also biolumineszent. Wenn er auf einen Gegenstand trifft, leuchtet sein Stiel auf und sendet ein helles blaues Licht aus. Mit seinen Stummelarmen, den großen Augen und den Flossen, die wie Ohren aussehen, ist der Dumbo-Oktopus unglaublich niedlich. Die meiste Zeit verbringt er auf dem Meeresboden, wo er sich ausruhen und flach wie ein Pfannkuchen hinlegen kann. Wenn er sich fortbewegen will, schwimmt oder schwebt er über dem Meeresboden und bewegt sein Armnetz mit den Flossen. Dabei sieht er gar nicht aus wie ein Tintenfisch, eher wie pulsierender Wackelpudding. Echt komisch, aber irgendwie cool.